Heute geht es mehr um die Frage des elektronischen Einkaufs, in speziell länderübergreifenden elektronischen Einkaufs und auch jetzt nicht Einkauf durch Konsumenten, sondern im betrieblichen Einkauf. Und der Frage, wenn ich das elektronisch unterstützen möchte und mit IT-Systemen realisieren möchte, welche Fragen da eben eine Rolle spielen oder zumindest welche Probleme da auftreten können und welche Ansätze es da gibt, diese Probleme Herr zu werden und wie es da halt in der Europäischen Union aussieht, welche Projekte und Initiativen, die es da gibt, um so mal ein bisschen das Problemfeld einmal zu beleuchten, die aktuellen Aktivitäten mal ein bisschen zu beleuchten und auch das Ganze mal ja, auch in Bezug herstellen, welche Rolle spielt da um sowas, was wird da gemacht, beziehungsweise wo gibt es da auch dazu um sowas Anwendungen. Ja, mein Name ist Veit Jans. Ich arbeite derzeit bei einem mittelständischen Softwareunternehmen in Dortmund. Bin da quasi Softwarearchitekt für eine Archivlösung. Und deswegen habe ich es mir auch auf dem Pulli gedrucken lassen. Naja, das stimmt nicht ganz. Und war aber vorher ungefähr 6 Jahre lang an der Universität in Essen beschäftigt als wissenschaftlicher Mitarbeiter und habe dort viel im Umfeld der Standardisierung, speziell in E-Business-Standardisierung gearbeitet. Unter anderem habe ich da jetzt zum Teil mitgewirkt an dem Katalogstandard BME-CAD. Und in der Folge daraus bin ich jetzt auch schon seit knapp 4 Jahren ungefähr bei einem SAN-Workshop mit aktiv. Sehe ich nachher noch was drüber. Bin da auch seit 3 Jahren ungefähr dann Arbeitsgruppenleiter und da auch direkt involviert, wobei das mehr Hobby ist. Das mache ich also neben meiner eigentlichen Arbeit quasi noch in Kooperation mit meinem damaligen Prof. Und da ich auch noch meine Doktorarbeit in dem Kontext ja auch noch zu Ende bringen wollte, habe ich das fortgeführt und einfach, weiß nicht, auch eine spannende Tätigkeit ist und auch ein bisschen was noch ein bisschen eine andere Perspektive auf das gibt, was ich eigentlich so tagtäglich eigentlich mache, wo ich einfach mehr Programmierer, Softwareentwickler und Softwarearchitekt bin. Ja, das ist so mein Aufbau des Vortrags. Ich will mal kurz noch was zur Einleitung, zur Motivation ein bisschen was sagen. Was möchte ich halt mit dem Vortrag ein bisschen erreichen? Was sagen, was ist so der fachliche Hintergrund? Nochmal so auf die Besonderheiten dieses fachlichen Hintergrundes eingehen. Was ist der technische Hintergrund? Dazu ein paar Worte verlieren, um dann halt quasi beides zusammenzuführen und zu fragen, ja, wie sieht das jetzt hier in der Praxis aus? Was gibt es da an entsprechenden Initiativen? Was sind da die Probleme? Welche Projekte gibt es da? Wo kann man halt auch dann sich damit weiter vertiefen, wenn man da in dieser Richtung weiter vorgehen? Und zum Schluss halt zum gewissen Fazit dann auch natürlich kommen. Ja, zur Einführung. Ja, Einführung soll ja mal ein bisschen motivieren. Warum macht man jetzt diesen Vortrag? Warum ist es spannend? Warum ist es wichtig? Und da habe ich direkt als Titel reingeschrieben, ja, Relevanz. Relevanz des Themas für die UBOCon. Weil das war nämlich die erste Reaktion, die ich dann von dem Programmkomitee bekommen habe, als ich den Vortrag eingereicht habe. Weil es war eine andere Variante. Ich hatte, halt gesagt, ist das so relevant für die UBOCon? Muss der hatte Bezug zu Open Source? Und habe mir dementsprechend noch ein bisschen angepasst, aber insgesamt bin ich doch der Meinung, dass es doch auch hier in gewissen Kontexten Relevanz hat, auch wenn es jetzt nicht in erster Linie um IT geht, um ein bestimmtes Software-System oder um ein bestimmtes technisches Konzept, sondern es geht ja hier um die Anwendung von IT-Systemen. Also dazu gehören ja auch entsprechende Open-Source-Anwendungen, die in einem bestimmten betrieblichen Kontext angewendet werden müssen. Also auch da ein Mittel sind, um alltägliche Arbeiten zu lösen und halt eben ein bisschen davon wegzukommen, halt Technik als nur als Selbstzweck zu betrachten. Weil ihr manchmal in anderen Vorträgen sitzt oder Workshops, die sind spannend aus einer technischen Perspektive, aber wenn man sagt, ja, als Anwender fehlt also manchmal so der Bezug, dann ist es so ein bisschen Selbstbeschäftigung. Man vertieft sich da in bestimmten Details, alles wichtig und relevant, aber der Bezug zur Praxis, zu den Problemen, die man damit lösen möchte, der geht dann manchmal verloren. Und aus meiner Sicht ist dann, wenn sich dann manchmal so Techniker beklagen, aber man würde nicht auf sie hören, liegt das manchmal auch aus meiner Sicht daran, ja, weil auch umgekehrt sie nicht auf die Anwender in dem Sinne hören, sie quasi nicht ernst genug nehmen, deren Probleme oder besser erläutern, wie dann die Techniksysteme angewendet werden können. Deswegen eben habe ich dann darauf beharrt, das doch irgendwie hier reinzubringen. In die UBOCon oder sagen ja, Open Source Systeme sind ja auch entsprechend IT-Systeme und werden ja auch eingesetzt werden in Unternehmen zum Lösen von betrieblichen Problemen und wir hatten ja auch einen Vortrag, der sich auch mit dieser Frage beschäftigt, speziell in kleinen Unternehmen. Und genauso sind ja so auch im Teil der Anwendungsdomäne, wo es eingesetzt werden, genauso der IT-Infrastruktur. Ebenso für Standards, die dann eben einerseits Voraussetzungen schaffen, dass man auch miteinander kommunizieren kann, über Organisationsgrenzen hinweg, über Ländergrenzen hinweg und dann generell auch zwischen, ja, Software-Systemgrenzen hinweg. Selbst wenn ich zwei Software-Systeme habe innerhalb einer Organisation, müssen sie die ja auch nicht zwangsläufig miteinander verständigen können, sondern
Es müssen halt größere Voraussetzungen geschaffen sein. Und dazu spielen natürlich auch wieder Standards eine Rolle, die diesen Austausch zumindest wesentlich vereinfachen, wesentlich erleichtern. Und natürlich auch eben eine Voraussetzung sind für eine offene IT-Infrastruktur, in der jeder leicht Zugang bekommen kann. Sodass wir hier generell, ich dem Vortrag eben, da dieses Spannungsfeld zwischen der Anwendungsdomäne, IT-Standardisierung und Entwicklung von Open-Source-Anwendungen eben dann so ein bisschen beleuchten möchte, mal einen Überblick geben möchte. Was natürlich dann, wenn ich sage Überblick, eben natürlich auch heißt, dass ich vielleicht nicht überall so genau ins Detail gehen werde. Beziehungsweise, wenn dann doch Bedarf oder Wunsch besteht, kann ich natürlich dann da auch noch etwas erläutern. Ja, zu dem fachlichen Hintergrund. Also fachlicher Hintergrund, elektronisch einkaufen, speziell in einem betrieblichen Kontext, heißt eben nicht, dass man einfach zu einem Webshop geht und da irgendwie Sachen, was sich ein Produkt auswählt und dann bestellt, sondern das hat ja da speziell in großen Organisationen, in großen Unternehmen oder auch eben großen Behörden. Es ist viel strukturierter und hat eine ganz andere Implikation und auch eine ganz andere Bedeutung führt für die Organisation. Wie ich einkaufe, was ich einkaufe, wo ich einkaufe. Das sind dann keine Entscheidungen, die man mal ad hoc treffen kann, sondern da braucht es dann doch entsprechende Vorbelegungen dann auch, wie, bei wem kaufe ich ein, wie ist der Prozess dafür. Und man ist eben halt mit verschiedenen Charakteristiken gekennzeichnet. Und einer davon ist eben dieser Beschaffungsprozess. Also Frage, wie kaufe ich denn ein? Variiert natürlich auch wieder von verschiedenen Organisationen. Bei einem KMU, bei einem Handwerksmeister sieht das anders aus als bei so einem großen internationalen Konzern mit mehreren hunderttausend Mitarbeitern. Aber das kann dann eben halt von einem ganz einfachen Prozess sein, wo man halt wirklich ad hoc einkaufen kann, was dann der Handwerksmeister machen kann. Oder eben bis hin zu einem sehr durchstrukturierten, sehr regulierten Prozess, wo man eben erst Ausschreibungen macht, speziell Lieferanten aussucht, die dann nach verschiedenen Verfahren und Kriterien bewertet, die auch vielleicht sogar besucht, um dann halt einen geeigneten auszuwählen und dann erstmal Rahmenverträge aushandelt. Innerhalb dessen dann wieder die eigentlichen Beschaffungsvorgänge dann abgewickelt werden. Dass man dann halt sagt, welche Produkte werden dann gekauft, zu welchen Preisen. Gibt es dann auch irgendwelche Abhängigkeiten zu den Mengen, die man dann immer bestellt. Wie es dann auch die Lieferzeiten aus, müssen da welche geregelt werden sind. Wie sieht es mit Übernahme von Transportkosten aus. Also es ist ein ganz anderer Rahmen, mit dem man sich da auch bewegt. Also eben auch von, wenn man speziell auch wieder an Einkauf in Behörden denkt, stark von Gesetzen geprägt ist. Da gibt es eine ganze Reihe von Vorschriften, die zu beachten sind, wo auch viel dokumentiert werden muss. Wann wurde was gemacht, wer hat welche Entscheidung getroffen, warum wurde diese Entscheidung getroffen werden, weil sie ja speziell auch wieder bei Behörden, die natürlich sind der Verwaltungsakte und die können jederzeit ja vom Verwaltungsgericht ja angefechtet werden. Und da muss ich halt belegen können, dass meine Entscheidung eben so getroffen habe, wie es halt nach Vorschrift eben auch tun soll. Es kommt dazu, dass es häufig sich Prozesse wiederholen. Dass also wenn ich etwas Kopierpapier einkaufe, also so Büromaterialien, das mache ich relativ häufig. Und dann spielt natürlich auch die Frage, eben, wie ich einkaufe, eine Rolle. Also wenn das Prozess sehr umständlich ist, sehr lange dauert, bis ich dann mein Kopierpapier bestellt habe, dann kostet mich das allein schon dieses Einkaufen ziemlich einfachen Produktes ziemlich viel, also ziemlich viel Zeit, was dann entsprechend halt Lohnkosten sind etc. In dem Fall macht es da schon wieder Sinn zu überlegen, ja, wie kaufe ich denn ein? Was kann ich da elektronisch unterstützen, dass man eben zum Beispiel der Bedarfsträger quasi irgendeinen Webshop hat im Unternehmen, wo der halt die Produkte herausbestellen kann, die er auch kaufen darf. Wo dann auch schon Regelungen getroffen sind, wenn das dann beim Lieferanten eingeht, dass der dann auch genau weiß, wo er es hinliefern muss, dass das im Idealfall sogar bis zur Bürotür liefern kann. Und genauso auch Vereinbarungen getroffen sind, wie dann abgerechnet wird. Dass dann irgendwann mal Sammelrechnungen geschickt werden oder ähnliches. Also dieser Prozess und wenn jetzt der Bedarfsträger, also der den Bedarf hat, wenn er diese Bestellung aufgeben möchte, wenn der einfach gemacht ist, dass er nur mit wenigen Arbeitsschritten das machen kann, dann wirkt sich das schon sehr, sagen wir mal, in den Kosten entsprechend auch aus, wenn es eben relativ einfach ist. Und was ja schon andeutet, derjenige, der einkauft und derjenige, der den Bedarf hat, das müssen dann nicht immer ungefähr dieselben Personen sein. Also derjenige, der die Entscheidung getroffen hat, wir kaufen unser Büromaterial bei dem Lieferanten, das muss nicht unbedingt der sein, der dann tatsächlich dann die Produkte benötigt. Sondern oft ja die Sachbearbeiter, die Stifte und Ähnliches brauchen und die gehen dann nicht selber auf Suche, wo kann ich das jetzt einkaufen, sondern die kriegen quasi ein Sortiment vorgesetzt, aus dem sie auswählen dürfen. Und das Sortiment macht dann meist dann eben halt eine Einkaufsabteilung, eben die Beschaffung, die dann eben halt systematisch den Markt quasi ja, erfassen, um halt einen Lieferanten zu finden, der dann so in das Gesamtkontext am besten hier hineinpasst, von den Kosten, von den Lieferbedingungen, von der Qualität etc. So, dass es eben da auch durch ein bisschen Spannungsfeld gibt, dass eben manchmal der Einkäufer andere Kriterien anlegt, als es der Bedarfsträger.
der gerne ein bestimmtes Produkt haben möchte, weil er mit dem am besten arbeiten kann, aber halt aus Einkäufersicht dann eben ja doch nicht so ideal ist, weil es, sag mal, die anderen Bedingungen, die Lieferbedingungen oder die Preise oder ähnliches, dann eben nicht reinpassen. Und das manchmal auch ein gewisses Spannungsfeld natürlich auch mal darstellt. Also das ist das eine. Das zweite eben Thema Beschaffungsobjekte spielt auch nochmal eine starke Rolle im Vergleich zum normalen Konsumenteneinkauf, dass es auf ein sehr weites Spektrum an Produkten ist. Es gehört auch von sehr ganz einfachen Produkten wie eben Büromaterialien bis zu ganz komplexen Produkten, eben großen Maschinen oder auch Dienstleistungen, die man ja auch einkaufen kann. Und wo sich dann die Frage stellt, ja, wie werden die denn beschrieben? Wie schreibe ich denn meine Anforderungen? Bei einem Stift ist es relativ einfach. Also ist halt die Frage, ob das jetzt ein Bleistift ist oder nicht und welche Farbe, und dann habe ich das meiste, was ich brauche. Aber eben bei einer Maschine sieht es schon wieder anders aus oder bei einer Dienstleistung. Wenn ich jetzt so eine Reinigungsdienstleistung zum Beispiel einkaufe, ja, da müssen ja viele Fragen geklärt werden. Wann wird gereinigt? Wie ist Zugang zu den Räumlichkeiten? Da gibt es ja manchmal sensible Räume, wo eben man nicht so einfach reingehen darf. Welche entsprechenden Vorkehrungen werden da getroffen? Was kann mir da eben halt der Dienstleister anbieten, etc.? Wie erfasse ich denn das? Weil ein Stift kann ich auch standardisieren, das ist für jedes Unternehmen gleich. Eine Reinigungsdienstleistung ist für jedes Gebäude mitunter dann unterschiedlich. Wie rechne ich das ab, wie bewerte ich das, etc. Also das macht sie dann mitunter auch dann schwer zu beschreiben, was dann auch in den einen oder anderen Kontext dann auch eine Rolle spielen kann. Und mitunter gibt es dann halt auch spezielle individuelle Anforderungen, eben wie zum Beispiel eben bei Dienstleistungen. Dass ich nicht einfach eine Dienstleistung von der Stange einkaufen kann, sondern ein weiteres. Aber wenn es natürlich da auch mal Bemühungen gibt, Dienstleistungen zu standardisieren oder so Bausteine zu finden, was zu machen, aber da ist auch zum Teil noch eben Forschungsbedarf in dem Sinne da. Insofern eben gibt es da von ganz einfachen Sachen bis zu sehr komplexen, aufwendigen Sachen, hat man dann ein ziemlich breites Spektrum, was dann abgedeckt werden möchte. Und wenn ich jetzt sage, dafür möchte ich IT-Systeme einsetzen, sodass ich also mich mit anderen, mit meinem Lieferanten effizient Daten austauschen kann, Nachrichten austauschen kann, sogar über Grenzen hinweg, dazu europaweit das machen kann, ja, da habe ich noch ein ziemlich breites Feld an Anforderungen, die ich dann eben abdecken muss und die ich dann auch erfüllen muss, die das Ganze auch nicht schwierig machen. Um das Ganze mal ein bisschen zu beleuchten, ein bisschen zu strukturieren, auch was das genau heißt, habe ich nochmal so ein kleines idealisiertes Modell und auch vereinfachtes Modell entwickelt, wie so eine Interaktion aussehen kann. Das habe ich schon gesagt, idealisiert, vereinfacht. In anderen Kontexten kann das eben viel komplexer oder einfacher aussehen. In der Regel hat man ja zwei wesentliche Parteien, nämlich einmal den Einkäufer und den Verkäufer, also derjenige, der etwas schaffen möchte und denjenigen, der mir die Produkte oder Dienstleistungen anbieten kann. Und im einen, wenn man es mal grob unterteilt, kann man sagen, gibt es ja in so einer Verkehrsbeziehung mehrere Phasen. Informationsphase, wo sich die Akteure erstmal darüber austauschen, was sie denn eigentlich haben wollen, was anbieten. Verhandlungsphase, wo sie sich darüber einigen, was sie denn genau machen wollen. Dann halt Abwicklungsphase, wie dann wenn sie das die Vereinbarung getroffen haben, wie das dann geregelt wird, die entsprechenden Informationen über den Einkauf, über den Bedarf vom Einkäufer oder vom Bedarfsträger zum Verkäufer dann kommen, zum Lieferanten. Und man kann natürlich erstmal in dem Sinne starten, wenn also hier ein Bedarf identifiziert wurde, gesagt hat, okay, ich brauche bestimmte Produkte, dass der Einkäufer dann sagt, ja, er spricht eben potenzielle Verkäufer an, potenzielle Lieferanten, und sagt, ja, gib mir mal bitte ein Angebot über bestimmte Leistungen. Manchmal hat er vielleicht ein Lastenheft erstellt oder im Bereich von öffentlichen Einrichtungen. Dort hat sogar eine offene Ausschreibung gemacht. Also speziell, wenn es halt sehr große Einkäufe gibt, dass dann eben ein Dokument da ist, ein formales Dokument, wo dann jeder lesen kann, was denn genau gebraucht wird. Damit dann der Verkäufer eben entsprechend mit einem Angebot antworten kann, wo er dann halt reinschreibt, ja, für deine Anforderung, die ich da bekommen habe, mache ich dir folgendes Angebot, wo dann drin steht, dass welche Leistungen, zu welchen Preisen, zu welchen Bedingungen etc., die er dann entsprechend der Einkäufer annehmen kann oder nicht. Und man verhandelt man dann eine Zeit lang so, und dass ich dann entsprechend auch eine dann auf eine Auftragsabteilung kommt, dass da halt ein entsprechender Vertrag geschlossen wird. Und wenn dann dieser Vertrag geschlossen wird, jetzt mal in dem Fall, dass es speziell um sowas wie Büromaterialien geht, dass der Lieferant mir einen Katalog schickt. Man sagt, okay, wir haben jetzt eben unseren Vertrag geschlossen, welche Produkte über bestimmten Zeitraum dich mit Büromaterialien zu beliefern. Und hier ist mein Katalog, das sind all meine Büromaterialien, eben nach deinen Anforderungen beschrieben. Also mit Artikelnummer, den Preisen, den verschiedenen Varianten von Stiften, Papier und so, etc., die es da gibt. Und ich schicke dir den hier als Katalog, sodass du den zum Beispiel entweder in deinem eigenen E-Book-Jungen-System einspielen kannst
Oder was durchaus sein kann, wenn der entsprechend einen Shop anbietet, dass der dir den Zugang zu dem Shop gewährt und dass dann die Bedarfsträger dann daraus bestellen können. Und das heißt dann aus dem Bereich, entweder haben wir hier selber ein System, aus dem heraus die Bestellung gemacht werden, oder sie stellen das im System des Lieferanten. Da gibt es auch wieder verschiedene Varianten. Gehen also die Bestellung dann an den Lieferanten, der wickelt das in irgendeiner Form dann ab, sodass auch die Ware dann hinten zum Einkauf oder Bedarfsträger kommt. Und wenn der Vorgang dann abgeschlossen ist, dann schickt er halt eine entschlossene Rechnung, entweder halt pro Vorgang oder gesammelt. Und der Vorgang wäre in dem Sinne dann abgeschlossen, beziehungsweise es kann auch weitergehen, dass dann eben halt die Zahlbenachrichtigung dann rausgeht und das noch weitergeht. Auch hier inzwischen können noch, noch viele Informationen hin und her gehen, wenn es um die Lieferung geht. Also Lieferbenachrichtigung. Wir haben das Produkt losgeschickt, eine Benachrichtigung, das Produkt ist bei uns eingegangen, im Warenlager eingegangen. Wir können jetzt quasi die Rechnung schicken. Insofern kann man eben dieses Modell noch beliebig aufdröseln, aber auch eben auch diese verfeinern in bestimmten Fällen, weil natürlich vieles dann eben wegfällt. Das ist so, was man hier so sieht, es werden eine ganze Reihe von verschiedenen Nachrichten zwischen Einkäufer und Verkäufer ausgetauscht. Und wenn ich jetzt sage, okay, das möchte ich erstmal elektronisch passieren, dann muss natürlich hier irgendein überlegen, wie sieht denn dieser Austausch aus. Ich kann natürlich sagen, okay, alles E-Mails und PDF, aber das ist quasi dann nur Papierform 1:1 auf die IT übertragen. Und so den Vorteil, den ich dann habe, bleibt mir dann verloren, weil dann muss ich halt die E-Mails irgendwie einscannen, die PDFs einscannen und ich habe einfach nur einen unstrukturierten Haufen an Daten, der es mir dann erlaubt, nicht erlaubt, sinnvoll auszuwerten oder zu suchen. Wenn ich sage, ja, gib mir mal die Rechnung mit der Nummer sowieso. Wenn ich einfach nur ein PDF einscanne, dann ist es sowieso Glück, ob ich die dann finde oder eben nicht. Je nachdem, was das für eine Rechnungnummer denn ist. Und natürlich, ja, das ist nicht mehr ganz aufgepasst, das ist ja zum einen eine Organisationsgrenze. Das heißt, die können unterschiedliche Regeln haben. Zum einen, trotz eben entsprechender Gesetze, kann der Ablauf doch ein bisschen verschieden sein, wo auch eine Vereinbarung getroffen werden müssen, wie die Benutzer miteinander passen. Und wenn ich jetzt sage, okay, europaweit einkaufen innerhalb der EU, dann sagt, das ist ja überhaupt eine nationalstaatliche Grenze. Dann habe ich hier ganz unterschiedliche Regelungen drunter, was eben Mehrwertsteuern angeht zum Beispiel oder in welcher Sprache dann überhaupt die Dokumente ausgetauscht werden und welche Angaben jetzt in den Dokumenten zu machen sind. Das kann dann zwischen den Ländern auch nochmal ganz entscheidend voneinander abweichen. Also auch das ist noch eine Frage, die hier eine Rolle spielt. So, was war der fachliche Hintergrund? Also wir wollen also einkaufen, Feld, was ein sehr breites Spektrum an Anforderungen quasi bereitstellt, die abgedeckt werden müssen. Und wir haben unser Anliegen, wir wollen IT dafür einsetzen, diesen Prozess zu vereinfachen und elektronisch abzuwickeln. Ist jetzt auch nichts Neues in dem Sinne, dass man sich erst vor kurzem damit beschäftigt hat, sondern man macht das ja auch schon eine relativ lange Zeit, quasi auch schon in dem Moment, wo man angefangen hat, Rechner miteinander zu vernetzen. Und in dem Sinne gibt es in der Vergangenheit eine ganze Reihe von Standards, die da entwickelt wurden. Und ein alter, ziemlich klassischer Standard ist EDIFACT. Das heißt, man hat Nachrichten in dieser Form ausgetauscht, was ziemlich kryptisch aussieht. Das ist nur mal ein Beispiel, eben, wie es dann funktioniert, was das hier alles genau bedeutet, weiß ich auch nicht mittlerweile. Man sieht zum Teil, dass der Name da drin steht und dass es dann da bestimmte Angaben enthalten sind über ein Produkt, über ein Unternehmen und dass es auch entsprechend ein Format ist, was entsprechend ISO standardisiert ist. In der Regel, wenn man heute um Datenaustausch spricht, dann macht das mittlerweile auch in der Form. Wäre es nicht sofort die erste Wahl, das in der Form zu machen. Das ist ein Flugticket, oder? JFK, Frankfurt? Das könnte sein. Das könnte sein. Aber ich habe mir da auch einfach nur das Beispiel von Wikipedia kopiert, um das ein bisschen zu illustrieren. Kann natürlich eben halt noch sein, dass es eben halt auch in Bereiche gibt, wo halt das noch eingesetzt wird, weil man einfach das System schon mal vor einigen Jahrzehnten eingesetzt hat und eben soweit das System funktioniert und auch den heutigen Anforderungen gerecht wird. Andere Beispiele noch dafür, das zu machen, wären so CSV-Formate, das, was man auch einem häufig begegnet. Gibt es auch entsprechend einen RFC, einen Standard dafür, mit dem man das machen kann. Auch ein kleines Beispiel dazu. Der geht also einem auch relativ häufig, aber hat einen Vorteil, ist einfach. Man kann es leicht einlesen, ist auch nicht viel an den Daten quasi prüfen, ob das korrekt ist. Aber hat den Nachteil, ist halt ein sehr flaches Format. Wenn ich strukturiertere Daten habe, dann verliere ich da an Messern auch schon wieder an Informationen oder muss dann mit Redundanzen arbeiten oder ähnliches. Oder was so ähnlich ist, was mir aber auch mit dem Projekt, wo ich da tätig bin, immer wieder begegnet, sind halt Excel-Dateien. Dass man die eben, also wo ich da involviert bin, ist halt ein Thema auch Umfeld Produktkataloge. Und dann halt immer auch wieder die Frage, ja,
wir müssen auch Excel-Dateien unterstützen. Weil für die KMUs, für die Handwerker ist es eben einfacher, wenn die ihre Produktdaten in Excel-Tabelle packen und uns das schicken. Weil Excel, das haben die meisten, das können die meisten bedienen. Oder wenn wir denen eine Vorlage schicken, wo die das eintragen können, dann ist das für sie das Beste, anstatt halt irgendwelche XML-Dateien zu erzeugen. Insofern ist es auch immer da. Und man kann es ja eben halt auch nicht schlecht immer wegdiskutieren. Also dieses Argument, das können die Leute, damit können sie umgehen, für die ist das am einfachsten. Das ist natürlich ein sehr starkes Argument. Und da ist die Frage halt, wie bringe ich das dann alles zusammen, wie wiege ich das dann aufeinander ab? Ja, und ich habe es ja schon gesagt, also XML, was heute eigentlich so die erste Wahl ist, wenn man über Datenaustausch spricht, macht es eben mit einem entsprechenden XML-Format. An dem Kopf liegen entnehme ich, dass ihr das kennt, dass ich da auch jetzt nicht bloß vier Worte drüber verlieren muss, dass es schon seit einigen Jahren Standard ist und dass es eben erstmal vor allem auf der Standardisierung auf sprachlicher, auf syntaktischer Ebene ist. Man eben erstmal nur fest, wie man eine Sprache zur Beschreibung von bestimmten Sachen aufbaut. Dass es eben halt Elemente gibt, Attribute und irgendwie die ineinander geschachtelt werden können. Wie das heißt, wie der Wert dann ist, erlaubt ist, das regelt der Standard nicht. Dafür gibt es dann halt diese Schemadefinition oder Schematron oder RelaxNG oder ähnliches, wo man das dann festlegen kann. Und das ist aber genau dieses, das Festlegen, was dann da drin stehen kann, das dann ist aber in dem Fall das Entscheidende. Ja, wenn man sich jetzt nochmal zurückkommt auf dieses Modell, was ich da entwickelt habe. Ich habe also hier einen Nachrichtenbogen, die mal zeigt, bitte schickt mir ein Angebot oder ich habe jetzt hier eine Ausschreibung, die ich jetzt veröffentlicht habe und darauf antworte jetzt also ein Verkäufer mit einem Angebot. Eins natürlich jetzt die Frage, ja, wie schicke ich denn das Angebot jetzt rüber? Ich könnte natürlich das auch in so einer Edifact-Nachricht wieder machen, damit ich mir überlege, wie die aufgebaut ist. Ich könnte das auch in einer CSV-Datei irgendwie machen oder eben, wenn ich sage, okay, XML ist der Standard. Ja, wie mache ich das? Was kann ich eben dafür dann einsetzen? So, und welche Fragen sind an der Stelle ja auch erstmal zu betrachten, wenn ich sage, ich möchte das standardisieren? Dann gibt es so quasi das Standardmodell für diese Fragen, welche Ebenen sind da zu betrachten? Es gab es, glaube ich, im ISA-Dokument von der EU-Kommission, das quasi also ein bisschen mal aufgeschrieben und hat da entsprechende Verbreitung gefunden, ist, dass man einmal sagt, okay, es gibt so eine technische Ebene. Das ist also Frage, welches Format nehme ich, XML, CSV, eben etc., dass ich das an der Stelle festlege. Wenn ich sage, okay, ich nehme immer XML und alle dazu anderen Standard auch noch für die Namespaces, Xlink und Xpath etc., dann kann ich erstmal sagen, okay, das ist erstmal geklärt. Da kann ich mich einigen. Ich habe zumindest diese technische Ebene abgedeckt. Dann ist aber die Frage, wenn ich jetzt also XML nur auf der syntaktischen Ebene standardisiert, mir aber noch nicht sagt, wie die Elemente heißen, welche Bedeutung diese Elemente haben, dann bin ich ja nicht mehr auf der syntaktischen Ebene, sondern auf der semantischen Ebene. Ich muss also die Inhalte standardisieren, die Bedeutungen, dass also Verkäufer und Einkäufer über dieselben Sachen sprechen. Wenn sie halt sagen, okay, hier ist mein Angebot für mein Produkt mit eben dem Preis, dann ist die Frage, ist das jetzt der Preis mit Mehrwertsteuer, ohne Mehrwertsteuer, mit irgendwelchen Zuschlägen oder Abschlägen oder ähnliches. Und wenn halt der Verkäufer und der Einkäufer da verschiedene Vorstellungen drüber haben, bei dem Verkäufer ist das quasi der Preis ohne irgendwie alles, und für den Einkäufer ist quasi das der Preis mit einem drinne, dann gibt es da schon entsprechende Diskrepanzen. Und hier muss dann über dieses Konzept des Preises eben eine gewisse Übereinstimmung gefunden werden. Und wir müssen sich halt über dieses Konzept Preis eben dann auch irgendwie einigen. Oder Preis wollen wir jetzt genau das verstehen. Und das wäre dieses Thema semantische Standardisierung. Was heißt ein Preis? Was ist ein Preis? Was ist ein Angebot? Was ist eine Bestellung? Was ist ein Produkt? Was ist eine Dienstleistung? Darüber, wenn ich jetzt so eine Nachricht bekomme, sie wird mir richtig übertragen. Ich kann sie sogar richtig verstehen. Ich weiß, was da drin steht. Im Sinne auch richtig verstehen, so wie es auch der Absender verstanden haben möchte. Dann ist die Frage, wie gehe ich denn damit um? Ich kann natürlich sagen, sehe ich das Angebot und ja, kann ich es in meinen Akten legen oder ins Archiv packen, aber das ist ja nicht unbedingt das, was damit geschehen soll, sondern aber das Angebot soll ja geantwortet werden. Im Sinne von, dass es angenommen wird, dass es abgelehnt wird und dann entsprechende Nachricht wieder auch zurückgeschickt wird. Und das ist eine Frage des Prozesses, der Frage der Organisation, also wie diese Prozesse aussehen, dass dann auch der Gegenüber weiß, was mit seiner Nachricht geschieht. Dass der auch sicher gehen kann, dass er halt, wenn er diese Nachricht schickt, dass dann eben als Reaktion entweder halt die Auftragserteilung kommt oder eben halt auch die Absage. Und irgendwie gar, nicht sowas auftritt wie gar keine Reaktion oder man kriegt eine ganz andere Nachricht, die damit gar nichts zu tun hat. Oder kriegt nochmal die Ausschreibung zugeschickt. So, dass man sich darüber also quasi Vereinbarung trifft. Und darüber nochmal, das ist ein bisschen ähnlich, die regulatorische Standardisierung oder regulatorische Standardisierungsebene. Ist auch halt ein bisschen ähnlich, nur während das halt mehr so auf Organisationsebene ist, zwischen den Organisationen, gibt es ja auch immer einen Überbau in Form von Gesetzen,
Und das ist dann besonders dann interessant oder relevant, wenn ich halt über Grenzen hinweg einkaufe, wenn ich also meinen Lieferanten in einem anderen Land sitze, also zum Beispiel jetzt in Dänemark, und es da ganz andere Anforderungen gibt, dass der, das konstruiere ich mal ein Beispiel, in einer Rechnung wird ihm quasi von dänischen Gesetzen verboten, bestimmte Angaben zu machen, und in Deutschland muss ich sie haben, diese Angaben, sonst kann ich die nicht eben als Kosten geltend machen. Dann habe ich da einen gewissen Widerspruch, ich kann jetzt aufgrund, habe keine Geschäfte mit dem gemacht, ich kann seine Produkte nicht einkaufen, aber nicht, weil mir der zu teuer ist, weil seine Produkte mir nicht geeignet sind, sondern einfach, weil die Regularien das einfach nicht hergeben. Und dementsprechend ist hier auch eine gewisse Abstimmung eben halt auf diesen, auf Ebene der Gesetze und Verordnungen eben auch notwendig, die das dann auch erlauben, dass ich dann auch eben über Grenzen hinweg, über nationalstaatliche Grenzen hinweg dann Geschäfte machen kann und einkaufen kann. Also das sind die entsprechenden Fragen, einer Ebene, auf der ich die bestimmte Frage auch betrachten muss, wobei das Ganze auch wieder in einer bestimmten Domäne stattfinden kann. Und meine Domäne ist erstmal der betriebliche Einkauf. Wenn ich natürlich andere Domänen haben wie Gesundheitswesen, dann habe ich diese Fragen auch, aber halt dann eine ganz andere Ausprägung. Wenn ich halt Patientenakten und Patientendaten austauschen möchte, habe ich dieselben Fragen, aber eben halt der Hintergrund ist dann eben eine andere. Ja, so, jetzt haben wir den fachlichen Hintergrund, den technischen Hintergrund erläutert. Ich hoffe, das war jetzt soweit so ein schneller Durchgang ein bisschen verständlich und ich konnte euch da abholen, wo er quasi steht. Und dann ist ja mal die Frage, die Blick in die Praxis. Und wenn man dann mal in die Praxis schaut, okay, ich weiß, ich brauche irgendeinen Standard, ein Format, mit dem ich die Daten austauschen kann. Ich muss mir überlegen, wie die Prozesse aussehen, also wie ich mit den Festlegungen, wie ich mit den Nachrichten umgehen kann und auch mit den entsprechenden Gesetzen. Schaue ich mich mal um, was gibt es denn so an Standards? Was kann ich denn da verwenden? Und da gibt es zum Beispiel ein OASIS UBL, UNC FACTI 11A XML, GS1 XML, UAGIS, RosettaNet, Star XML, BME-Card, das jetzt Zugpferd und. Das sind jetzt so die Sachen, die mir erstmal Druck selber eingefallen haben, weil ich oft mit dem Berührung habe, aber dieses und, dass diese sich beliebig fortsetzen. Wobei hier das hier, so diese Standards, das sind so Standards, die versuchen alles abzudecken, also nehmen wir das komplette Modell. Es gibt aber auch Standards wie zum Beispiel BME-Card, das ist jetzt nur für Produktkataloge absieht, also nur für diesen Austausch von Katalogen zwischen Verkäufer und Einkäufer. Damit kann ich nur Kataloge austauschen, mehr nicht. Aber allein das Feld ist auch schon wieder sehr komplex. Da kann ich mich schon sehr intensiv über ausschaffen. Oder Zugpferd ist ein relativ neuer Standard zum Austausch von Rechnungen. Der aber jetzt auch dazu kommt, das ist eine rein deutsche Erfindung, also ein deutscher Standard erstmal an der Stelle. Aber wenn ich jetzt natürlich wieder grenzüberschreitend machen möchte, nutzt mir das mal nichts, wenn es ein deutscher Standard ist, wenn er außerhalb Deutschland auch nicht verstanden wird. Insofern, ja, können wir jetzt wieder hier Tannenbaum zitieren, oder Tannenbaum, glaube ich, heißt das, der ja mal bei mir Mitte 80er, also vor einiger Zeit gesagt hat, das Schöne an Standards ist, dass man so viele gibt, aus denen man auswählen kann. Also ich frage, ja, da habe ich alles standardisieren, aber ja, wenn der eine halt macht mit UBL, der nächste UNC-FAQ und der dritte GS1 XML, dann habe ich aus meiner nichts erreicht. Und ja, die moderne Variante von Tannenbaum ist dann ja dieser XKCD-Comic, wo man also sagt, okay, ich habe 14 Standards, dann stellt irgendjemand fest, ja, dass es total Unsinn ist, so viele Standards zu haben. Und das Ergebnis ist, man hat dann 15, man hat einen Standard an der Stelle, der dann unterstützt werden muss. Aber hier steckt aber andererseits auch noch was drin, ja, was glaube ich auch das Problem ist, ja auch Kennzeichen, warum es dann doch wieder so viele Standards gibt oder warum es halt dann schwierig ist, so einen Standard zu entwickeln. Weil hier steht, ja, we need to develop one universal standard that covers everyone's use cases. Ein Standard, der alle Anforderungen erfüllt. In allen Ländern, in allen Branchen, für Unternehmen aller Größe, für Behörden aller Einrichtungen Größe und Typ. Und das sind so viele Anforderungen, die zum Teil auch teilweise widersprüchlich sind, die es dann auch quasi entweder dauert es sehr lange, diesen Standard zu entwickeln, das heißt, der Standard überhaupt da ist und auch implementiert ist, vergehen dann vielleicht mehrere Jahrzehnte. Oder dass dann eben, ja, die Frage ist, wenn die Anforderungen widersprechen, welche werden denn jetzt realisiert oder wie werden die dann realisiert? Wie kann ich denn das jetzt an der Stelle anpassen, dass dann irgendwie ja, in dem Sinne Machtkämpfe dann stattfinden, wo halt dann versuchen, ja, wenn ich da jetzt meinen Standard, das ist jetzt der Standard für alle, also muss ich meine Anforderungen da reinbringen und dass sich dann halt stärkere Akteure dann durchsetzen und weniger stärker dann eben nicht.
und die dann halt dann irgendwie vielleicht da Ausweichmöglichkeiten suchen. Insofern ist es dieses Ziel, ein universeller Standard, speziell also im Feld für den betrieblichen Einkauf, für den Austausch von Geschäftsdokumenten, sehr schwierig, weil die Branchen sehr unterschiedlich sind, weil die Branchen sehr unterschiedlich strukturiert sind, weil die Produkte ganz anders sind. Im Büromaterial, da brauche ich wenige Informationen über chemische Produkte, da ist die Informationsanforderung ganz anders. Da gibt es entsprechende Richtlinien dafür, wo ich die Informationen ausbereiten muss und austauschen muss. Da ist auch der Austauschprozess noch ein ganz anderer, weil ganz andere Nachrichten geschickt werden müssen. Und das alles in so einem Standard reinzupacken, macht es dann schwierig. Und wenn auch nochmal dann andere Länder dazukommen, also unterschiedliche nationalstaatliche Regelungen, dann kann es allein auch dadurch Unterschiede geben, weil einfach auch die ja, politisch was ganz anderes gewollt wird. Einfach aus dem kulturellen Kontext heraus. Was für die einen in einem Staat für alle Menschen dort total normal ist, ist in einem anderen Staat total quasi ein No-Go, dass sie sagen, nee, das wollen wir gar nicht, da müssen ganz andere Daten bereitgestellt werden. Ich meine, ja, schon an diesen TIP-Verhandlungen momentan, ne, genau, wo die Amerikaner ganz andere philosophischen Ansätze haben als die Europäer. Ne? Genau. Also die sorgen nach, die sorgen vor und das zusammenzubringen ist eigentlich jetzt von der Theorie ein Ding der Unmöglichkeit. So. Genau. Und dann sagen, okay, jetzt will ich auch einen Standard dann machen, der das alles macht, dann, tja, dann ändere ich ab mit irgendeiner jahrzehntelangen Diskussion und ich erreiche dann eben gar kein Ergebnis. Und dann ist natürlich der Ansatz, okay, einzelne Branchen, einzelne Gruppen entwickeln für sich dann einen Standard und man versucht dann später das irgendwie miteinander zusammenzufügen, dann vielleicht doch der bessere. Insofern ist es dann doch nicht so ganz schlimm, dass es halt 14 oder 15 verschiedene Standards dann an der Stelle gibt. Und trotzdem die Frage, wie gehe ich dann damit um, wenn ich da so verschiedene Standards habe, also speziell, wenn ich nochmal zurückgehe. Also wenn ich zum Beispiel diese Standards betrachte, UBL, UNC-FACT und mal teilweise GS1XML, das sind so Standards, die versuchen halt den kompletten Prozess abzudecken. Wenn ich mal allein nur den Fall betrachte, ich habe aber jetzt Akteure, die einen nehmen das und die anderen nehmen das, wie kriege ich denn das jetzt, versuche ich das trotzdem jetzt zusammenzukriegen. Und so ein bisschen der Ansatz, der da auch in diesem Zen-Workshop, in dem ich da aktiv bin, eben ja, verfolgt wird, ist dann zu sagen, okay, dann akzeptiert das mal den Standard, dass der erstmal an der Stelle da ist und sagt auch, der muss nicht unbedingt immer unseren Anforderungen entsprechen, aber wir passen den dann quasi für unsere Zwecke an, dass wir dann sagen, okay, wir definieren erstmal unsere eigenen Anforderungen, von denen wir meinen, dass wir für unsere Zwecke, für unsere Domäne, für unsere Branche, für das, was wir machen wollen, geeignet ist. Und dann sagen wir, okay, so verwenden wir diesen Standard in unseren Zwecken und dokumentieren das auch für jeden einsehbar. Und dass man dann sagen kann, okay, der eine kann dann den einen Standard nehmen, der eine kann UBL nehmen, der andere UNC-FACT, aber wenn die halt beide auf diese Anforderungen dann bezogen sind, sind dann auch die anderen beiden miteinander kompatibel, weil die Standards, die unterschiedlichen Standards, aber auf die gleiche Art und Weise verwendet werden. Und dass ich dann auch sagen kann, wenn ich die Anforderung definiert habe und definiert habe, wie der Standard verwendet wird, dann implementiere ich das im entsprechenden System. Und habe daraus aber auch wieder also eine Rückkopplung aus der Implementierung. Passt denn das zu den Anforderungen, zu den Anpassungen, die ich vorgenommen habe? Und auch umgekehrt, wenn man hier feststellt, okay, wir haben hier ganz spezifische Anforderungen, die sind in eurem Standard nicht entwickelt. Wir haben die einmal aufgeschrieben, um dann zu sagen, denkt mal drüber nach, vielleicht wollt ihr das in eurem Standard implementieren. Also, dass man hier an der Stelle auch sagt, manchmal bieten ja Standards Erweiterungsmöglichkeiten. Das sagt, ihr könnt da was hinzufügen. Dass man hier sagt, wie man das hinzufügt und das auch dokumentiert. Und dann aber auch sagt, hier, wir haben ja was entdeckt, wo wir sagen, da fehlte uns was. So haben wir es jetzt mal implementiert, aber vielleicht denkt ihr darüber nach, dass man auch mal den Standard selber einzuwickeln. Dass man also zwischen dieser Implementierung und der Standardisierung quasi nochmal so eine Schicht hat, wo eben versucht, die Anforderungen zu definieren und das dann zu definieren, wie geht man jetzt mit diesen Standards um, dass man die Standards mal so hinnimmt, wie sie sind und das sagt, okay, ich versuche die jetzt mal zu verwenden, dann, um mir meine Anforderungen in Deckung zu bringen. Ja, ein bisschen mit diesem Gedanken, also ich habe diese drei Ebenen, so Standards, Anpassung und Implementierung, da möchte ich dann quasi so im letzten Drittel des Vortrags also ein paar Initiativen nochmal aus dem EU-Kontext dann ein bisschen beleuchten und so ein bisschen fängt man mit der ganzen Umanfang bei der regulatorischen Ebene, auf der Standardisierungsebene. Wenn ich sage, okay, ich habe da Gesetze, nationalstaatliche Gesetze, was da das klassische Beispiel sind, eben halt die EU-Richtlinien, die dann eben für bestimmte Zwecke, sei es für Mehrwertsteuer, für elektronische Rechnungslegung oder für öffentliche Aufträge, eben einen Rahmen vorgeben, innerhalb dessen sich dann die Staaten bewegen sollen. Das ist manchmal natürlich auch ein bisschen wieder schwierig herauszufinden, was das dann eben genau heißt, dieser Rahmen vorzulegen, aber vielleicht das mal zu beleuchten, ist es nicht so, dass da jetzt genau gesagt wird, ihr müsst das genau so machen.
steht manchmal auch drin, aber manchmal steht halt auch drin nur, ja, folgende drei Möglichkeiten gibt es. Die könnt ihr dann machen. Oder wenn ihr das so und so macht, dann macht das so und so, damit andere damit besser umgehen können. Das heißt, dass also auch viel, das ist einfach nur eine Bandbreite aufgezeigt wird, auf die sich dann alle geeinigt haben, innerhalb der man sich dann bewegen kann. Was zumindest schon mal die Komplexität ein bisschen weiter auch reduziert. Und dass ja auch die Richtlinien dann selber gar nicht erstmal so per se gelten, sondern die müssen dann in nationalstaatliche Gesetze überführt werden. Auch da gehalten unter Einschränkungen. Das ist ja dann häufig auch in Deutschland passiert, dass dann manchmal die Gesetze selber viel restriktiver sind als die EU-Richtlinie dazu. Insofern ist es also erstmal auf regulatorischer Ebene, erstmal versuchen, den Gesetze so weit miteinander harmonisieren, dass es eben einfacher wird, miteinander jetzt Geschäfte zu machen. Also zum Beispiel mal das Mehrwertsteuersystem zumindest zu harmonisieren. Oder halt, was heißt elektronische Rechnung, was heißt eine Rechnung, auch innerhalb der EU zu standardisieren und so ein bisschen zu vereinheitlichen. Wobei es manchmal auch da Probleme gibt. Das hatte ich neulich, hatte mal diskutiert da an dem Projekt, dass es manchmal Unterschiede in der Übersetzung gibt der Richtlinie. Also es gibt hier in der Richtlinie der elektronische Rechnungslegung, die schreibt jetzt keinen Standard vor, also keine konkreten XML-Standards, sondern steht sowas drin, wenn eine Rechnung halt, im Englischen steht da glaube ich, any of the following syntaxes. Und ich weiß nicht genau, welcher Sprache das jetzt mehr war. Aber in der niederländischen Standard wurde das übersetzt mit einer der folgenden Syntaxen. Wenn man einen dieser Standards implementiert, dann ist man konform zur Richtlinie. Und in der französischen, also ich weiß nicht, ob das stimmt, aber in der französischen Standard drin, alle der folgenden Standards müssen implementiert werden. Also in der einen Sprache, dasselbe Richtlinie, in der einen Sprache steht drin alle, und in der anderen Sprache steht drin nur eine davon. Und das, da, also manchmal liegen auch solche kleinen Details, die mir manchmal so Stolpersteine drin, die es auch schwierig machen können, das dann zu implementieren. Aber an der Stelle ist da schon mal der erste Schritt gemacht, das zu vereinheitlichen. Genau, Implementierung hatte ich ja gerade schon gesagt, Anpassung in den nationalstaatlichen Gesetzen. Und wenn es jetzt darum geht, also jetzt auch speziell im Kontext öffentlicher Einkauf, und das ist jetzt auch das Projekt, wo ich selber da mit aktiv bin, und da gibt es beim SEN einen Workshop für Business Interoperability Interfaces for Public Procurement in Europe. Also SEN ist das Europäische Normungsinstitut, aber das Projekt selber, dieser Workshop, ist kein Standardisierungsprojekt in dem Sinne, dass da wirklich ein Standard rauskommt, eine europäische Norm, sondern es ist nur ein Workshop, was ein relativ freies Forum ist, mit sich mit Fragen zu beschäftigen. Das heißt, es kann jeder teilnehmen, der möchte. Das ist bei so Standardisierungsprojekten, also technischen Komitees nennt sich das dann, wesentlich restriktiver. Da dürfen pro Land, glaube ich, nur eine bestimmte Anzahl von Leuten, die dann auch vom entsprechenden nationalen Standardisierungsinstitut benannt werden müssen, dürfen daran teilnehmen. Beim Workshop ist das relativ offener und freier. Man kann sich da auch selber festlegen, wie man das damit macht. Aber das Ergebnis ist nur ein Workshop-Agreement, ist in dem Sinne aber kein Standard, aber zumindest eine Spezifikation, auf die man sich berufen kann. Und an der Stelle, was wir in dem Workshop da machen, ist auch eben keinen Standard zu entwickeln, sondern genau diese Anpassung zu überlegen, was halt öffentlicher Einkauf in Europa, was sind die Anforderungen in den verschiedenen Ländern, die zu erfassen, wie sehen die Geschäftsprozesse dafür aus, entsprechend halt auch den EU-Richtlinien, den nationalstaatlichen Vorgaben, wie kann man die miteinander harmonisieren, welche Informationen werden da ausgetauscht, erstmal das zu erfassen und dann zu sagen, okay, wie kann ich dann jetzt die Standards dann dafür einsetzen, dann das zu realisieren. Das wird dann aufgeschrieben in sogenannten Profilen. Also das ist so, also eigentlich nur Standardisierung, Anführungsstrichen Standardisierung ist auf organisatorischer und semantischer Ebene, dass man erstmal die Prozesse und die Anforderungen erfasst und sich darüber erstmal verständigt, was heißt denn nun eben eine Rechnungsnummer, was ist ein Preis in der Bestellung etc. Und eben das dann in sogenannten Profilen zusammenfasst, wo bestimmte einzelne Teilabschnitte aus dem Modell, wie zum Beispiel Bestellungen oder die Rechnungslegung dann quasi als ein Block beschrieben werden, was das genau heißt. Also da gibt es eine ganze Reihe von Profilen mittlerweile, wo dann halt drin steht, eben wie ist halt der Ablauf, was heißt es, Bestellungen zu übermitteln, also was ist der Geschäftsprozess dahinter, welche Informationen werden da ausgetauscht, das heißt diese Nachrichten zumindest auf einer inhaltlichen Ebene zu beschreiben, diese Informationen sind da drin, egal wie sie jetzt auf syntaktischer Ebene aussehen und welche inhaltlichen Zusammenhänge gibt es zwischen Ablauf und den Nachrichten? Also gibt es auch irgendwelche Regeln und Abhängigkeiten, die dann noch erfüllt werden müssen, dass also nicht die Rechnung vor dem Angebot geschickt wird, als ein sehr triviales Beispiel. Und gibt es da auch Möglichkeiten, das zu prüfen, im Sinne auch welche Validierungstools und Validierungsmittel. Das ist quasi in so einem Profil zusammengefasst für eine Bestellung, für eine Rechnung, für einen Katalog, für eine Ausschreibung oder für eine Ausschreibungsveröffentlichung und für eine Antwort auf eine Ausschreibung etc.
Und das kann sehr detailliert werden, speziell bei öffentlichen Einrichtungen, dass zum Beispiel speziell, wenn sie was Ausschreibung angeht, das alles sehr, sehr genau reglementiert, weil es natürlich darum geht, dass man eben sicherstellen möchte, dass da eben nicht geschummelt wird, sondern dass jeder die gleiche Chance hat, daran teilzunehmen. Und dass dann halt auch nur die teilnehmen können, die eben sich an die Regeln, Spielregeln halten. Wenn ja bekannt ist, dass Unternehmen bei einem Korruptionsskandal verwickelt ist, dass sie dann eben keine öffentlichen Aufträge mehr bekommen und ähnliches, weil dass da keine Verwandtschaftsbeziehung zwischen dem Geschäftsführer und den Einkäufern der Behörde bestehen. In solchen Kontexten, deswegen ist das da auch sehr, sehr detailliert und auch das momentan das Fettung, was da sehr aktiv sind, was da auch noch nicht so viel gibt. Ich habe mir hier so ein Beispiel, das wäre jetzt für die Bestellung, wird da jetzt so ein Prozess ermittelt, in dem Fall BPMN-Modell entwickelt mit den entsprechenden Schritten, die da stattfinden, auf welcher Seite und hier die entsprechende Nachricht, das ist die Bestellung, das ist die Bestellbestätigung, wann die ausgetauscht werden, zwischen wem die ausgetauscht werden und dann im nächsten Schritt sagen, wie jetzt die Bestellung inhaltlich aussieht. Also das ist jetzt so dass ein rein hierarchisches Datenmodell für die Bestellung, wo wir sagen, okay, es gibt die Bestellung, da gibt es dann drin eine ID für die Bestellung, es gibt halt ein Datum an der Bestellung, gegeben ist die Uhrzeit und wer der Besteller ist, wer der Empfänger der Besteller ist, was dann genau bestellt wird, etc. etc. Und erstmal auf rein semantischer Ebene, wir sagen, okay, das brauchen wir und auch so regeln, dass es halt nur einen Besteller gibt in einer Bestellung, nicht beliebig viele. Und dann schaut man sich dann an, okay, das sind unsere informationellen Anforderungen, diese Informationen brauchen wir, aufeinander abgestimmt, also wir dann sagen, ja, in Schweden brauchen wir noch diese Informationen und in Italien wird das noch benötigt. Erst einmal versucht, das zu harmonisieren oder wir gerade versucht, einen Einklang zu bringen und dann zu sagen, wie kann das jetzt mit einem XML-Standard realisiert werden. In dem Fall hier die Bestellung aus dem UGL-Standard und dann sagen, okay, das nennt sich dann Syntax-Binding, das Order-Issue-Date zum Beispiel, das wird hier realisiert in UGL mit dem Element Issue-Date, was natürlich relativ offensichtlich ist, dass man das hier eben diese informationelle Anforderung auf genau dieses Syntaxelement abbilden kann. Und das wird dann im Prinzip für jedes dieser Informationselemente gemacht, sodass man halt genau weiß, wo in welchem Dokument eben halt welche Information zu finden ist. Und das andere ist dann auch in dem Sinne, wenn wir jetzt zum Beispiel hier sagen, okay, zum Beispiel das Issue-Date, also dann das Datum, wann das veröffentlicht wurde, für uns ist das verpflichtend. Das muss immer drin sein. Gibt sich vielleicht aus irgendwelchen Anforderungen. Und hinter dem Standard UGL ist es noch optional. Man kann es da reinpacken, man muss es nicht in die Nachricht reinpacken. Dann wird das eben heißen, dass wir das hier halt eben überschreiben, diese Kardinalität. Was hier optional ist, machen wir dann quasi hier dann eben verpflichtend. Und wir sagen dann halt bei den Geschäftsregeln, dass diesem Validierungstool eben, das muss hier eben halt drin sein und dass man halt prüfen kann, ob das wirklich dann da drin ist. Also wir passen dann in dem Sinne den Standard für unsere Zwecke dann nochmal ein klein wenig, aber machen es immer in dem Sinne transparent, dass wir sagen, bei uns ist eben dieses Element da eben verpflichtend. Und dasselbe machen wir dann auch für den UNC-Fakt-Standard und dessen Bestellelement. Da sieht es dann eben ein bisschen anders aus. Das ist woanders angeordnet, ein bisschen weiter tiefer. Da heißt da auch eben Issue-Date-Time. Dann würde ich sagen, okay, wir rein, dass dann jedes Element wird dann hier auf dieses Syntax-Element dann gemappt. Und dann wird das dann hier heißen, bei Issue Type, das würden wir das dann hier wahrscheinlich auch noch mit drauf mappen. Im Gegensatz zu UPL, wo wir dann zwei verschiedene Elemente dann dafür haben. Aber das wird jetzt eben heißen, dadurch, dass wir jetzt dieses Element an dieses Informationsanforderung gebunden haben, heißt dann in unserem Kontext, dass das Syntax-Element in dem UPL-Standard und dieses hier in dem UNC-Fakt-Standard für uns das gleiche bedeuten. Und damit ist es auch möglich, kann man so einen Standard etwas leichter in den UPL-Standard zu konvertieren. Jemand, der dann UPL-Standard entsprechend unsere Anpassung versteht, der könnte dann auch so einen UNC-Fakt viel wesentlich leichter verarbeiten, weil er dann nur dieses Mapping, diese Transformation machen muss. Okay, dann also weiter. Man kann jetzt auch ein bisschen ein komplexeres Beispiel, also die Bestellmenge für ein Produkt. Gibt es dann hier auch, hier gibt es dann ja die Quantity im Line-Item. Und warum jetzt zeigen, dass es auch ein bisschen komplexer werden kann. Und bei UNC-Fakt ist es dann irgendwo in der Chain Trade Line Item bei der Lieferung hier Requested Quantity. In dem Fall heißt eben hier Requested Quantity und Quantity auf UPL ist genau dasselbe in unserem Kontext. Weil das manchmal auch nicht so ganz genau klar ist aus dem Standard selber. Meinen die beiden jetzt dasselbe oder nicht? Oder ist das halt alles eine leicht verschiedene Bedeutung? Und wir sagen in unserem Kontext eben,
Also ist England an der Stelle das Gleiche für uns. Aber das, was wir so in dem Projekt machen, also die verschiedenen Anforderungen zu erarbeiten, diesen Profilen aufzuschreiben und dann zu sagen, okay, so verwenden wir das dann. Und damit sagen wir, ist an der Stelle erstmal unsere Teil erledigt. Damit haben wir natürlich noch kein einziges System entwickelt. Wir sagen nur, so können die Standards entwickelt werden, also die Standards einheitlich verwendet werden. So. Und ein Projekt, was dann eben genau dieses macht, ist dieses einheitlich verwenden, ist dann das OpenPeppel-Projekt, was mal auch ein EU-Projekt war, aber mittlerweile auch eine gemeinnützige Organisation aus den verschiedenen Staaten. Ich glaube, es sind die Beschaffungsämter der jeweiligen Staaten, die da Mitglied sind, aber auch Verbände oder auch Unternehmen, die es genau implementiert, die aber nicht nur hergehen und sagen, wir nehmen nicht nur die Standards, sondern wir stellen auch eine Infrastruktur bereit, wo dann die Nachrichten ausgetauscht werden können, eben auch entsprechend den verschiedenen noch Regularien, die es da gibt, um sicherzustellen, dass die Nachricht dann sicher übertragen wird, dass sie nicht manipuliert werden, dass man auch eine Bestätigung sicher sein kann, dass er dort angekommen ist, dass man auch eine Bestätigung bekommt, dass man auf organisatorischer Ebene macht, dass man solche Infrastructure Agreements macht, dass es halt so in einzelnen Ländern verantwortliche Organisationen gibt, die sich halt auch darum in welchen organisatorischen Rahmenbedingungen machen wir das und dann halt auch die IT-Systeme dafür dann auch betreiben. Und dass sie dann auf diese entsprechenden BI-Profile eben konkretisieren und dann nochmal so als Business Interface Specification dann nochmal veröffentlichen und dann sagen, okay, das sind die Spezifikationen für unseren, für die nennt sich dann Access Point, was ich dann halt verbinden kann. Und dann sind das unsere, für die verschiedenen Nachrichten, die entsprechende Spezifikation, wo dann nochmal das genau aufgedröselt ist, wie das zu verwenden ist und manchmal auch noch eine Erweiterung nochmal drin stecken können. Wenn die sagen, okay, es hat sich nochmal was geändert oder neue Anforderungen sind gekommen seit der Veröffentlichung des BI-Profils, dann ergänzen die das auch nochmal und dann wird es auch wieder zurückgespielt. Ja, und dass dann entsprechend halt diese Infrastruktur auch bereitgestellt wird. Das ist mal so eine, war es noch früher, man kann es nicht so gut lesen, dass man also hier verschiedene Dienstleister auf der einen Seite zum Beispiel hat, die halt so etwas betreiben in den verschiedenen Ländern, dass man hier auch noch ein anderes Projekt, was ich da was sagen werde, oder die entsprechend vielleicht jetzt schon nationaler Ebene irgendwelche Einkaufsplattformen oder ähnliches gibt, dass die halt alle miteinander dann miteinander kommunizieren können und darüber halt erstmal generell erstmal Nachrichten austauschen können und dann aber auch, da es eine Konkretisierung dieser BI-Profile ist, dann auch inhaltlich auch die Nachrichten austauschen können, die von jedem richtig verstanden werden. Ja, das heißt richtig, von jedem auf der gleiche Art verstanden werden, im Idealfall. Zum Thema Open Source habe ich vielleicht noch wenig gesagt, aber eben diese ganzen Implementierungen, die es da gibt, oder diese Beispielimplementierungen, sind selber erstmal in dem Sinne auch jetzt nicht geschlossen. Natürlich halt in die Organisation reinzukommen, muss man halt da Mitglied werden und einen Beitrag zahlen etc. Aber die Software selber an der Stelle oder Beispielimplementierung sind frei verfügbar. Die dann auch entsprechend nach der EU Public License veröffentlicht sind, sodass man die da entsprechend auch einsehen kann und den Quellcode sich da einsehen kann und auch das Ganze herunterladen kann. Also, ich habe jetzt hier nur die entsprechend mal die Quellen genannt, sodass man sich da halt auch gerne mal informieren kann, wenn er weiter sich da noch mit beschäftigen möchte. Und ja, kommen zum anderen Projekt, das auch das OpenEBriar, das ist dann so eine Referenzimplementierung für die BI-Profile, die dann aber noch eine ältere Version benutzen von OBL, die genau diese Profile halt im System dann implementieren. Also so ein Bestellungssystem habe, wo ich die Bestellung aufgeben kann und dann diese XML-Nachricht rausgeschickt wird. In dem Fall eben OBL 2.0. Die entsprechend kompatibel ist zu OpenPeppel, dass eben wieder ein Beispiel, das dann dargestellt wird. Wenn ich das dann eben einsetze, ich das mich dann gegen so einen Access Point verbinden kann, um dann meine Nachrichten dann abzuschicken und meine Bestellung abzugeben, auf Ausschreibung zu antworten etc. Auch eben auch Open Source, entsprechend nach der EU Open Source Lizenz lizenziert und ja auf JoinUp selbst gehostet, weil ich dann da auch noch weiter informieren kann. Wo es halt wirklich so eine Beispielimplementierung ist, dann auch speziell von der EU-Kommission dann finanziert und entwickelt, um aber diesen Gedanken auch zu fördern, dass man europaweit also dann elektronisch auch einkaufen kann und sich dann mit dem Software-System selber auch zu beschäftigen. Generell gibt es noch, also in dem Kontext, aber auch für mich dann, weil ich ja im Kontext auch ein bisschen was arbeite, dann ist eine Plattform von der EU-Kommission, diese Joiner-Plattform, wo also relativ vieles Open Source Software, die im Kontext E-Government, öffentlicher Einkauf realisiert werden, auch gehostet werden, wo es auch entsprechende Communities gibt, wo man auch Mitglied werden kann, wo sich auch jeder registrieren kann. Man musste damals auch nicht unbedingt irgendwas füllen, um da reinzukommen. Wenn man da speziell in diesem Umfeld sich mit diesem System beschäftigen möchte, oder auch mit Standards oder Spezifikationen, die in dem Kontext eine Rolle spielen, die werden dann entsprechend auch gehostet.
kann man dort eben halt auch Zugang bekommen und dann auch weitere Informationen abfragen. Da gibt es auch Subversion Repositories, wo man den Quellcode sich einsehen kann oder auch selber durchaus auch mitwirken kann. Also wäre, wenn man da weiter möchte, auch ein sehr guter Anlaufpunkt. Im Gegensatz halt zu diesen verschiedenen Standardisierungsorganisationen wie jetzt UBL oder OASIS oder UNCFACT, wo es manchmal doch etwas schwieriger ist, eben reinzukommen, weil man da entweder einen hohen Mitgliedsbeitrag bezahlen muss oder im Fall von UNCFACT ist es so, man muss dann halt nominiert werden von dem Head of Delegation des jeweiligen Landes. Und das muss man ja auch erstmal an der Stelle erreichen. Aber hier in dem Kontext, in diesem Zen-Workshop oder auch in diesem Join-Up, ist es dann doch in der Regel immer etwas einfacher, da quasi auch mitzuwirken, sich da einzubringen, wenn man sich für das Feld interessiert. Das sind ja manchmal sehr spezielle Felder. Ja, ich bin am Ende des Vortrags und hoffe, mit dem Vortrag ein bisschen zum Einblick geben zu können, um dieses Feld betrieblicher Einkauf, Standardisierung und speziell man zumindest einen Anknüpfungspunkt zu geben, wo zu verschiedenen Initiativen, zu Projekten und was in diesem Umfeld gibt, woran derzeit gearbeitet hat, sodass man sich eben da ein bisschen auch weiter vertiefen kann. Ich hatte natürlich den starken Fokus jetzt auch auf Projekte, die mit öffentlichen Einkauf zu tun haben, einfach weil ich da jetzt auch in dem Kontext auch sehr involviert bin. Man muss natürlich, zum einen ist es nicht so limitiert auf den öffentlichen Einkauf, man hat auch immer den Anspruch zu sagen, ja, man kann es auch quasi im privaten Sektor verwenden, aber da gibt es teilweise auch schon eher verschiedene Initiativen und Aktionen und das ist natürlich die Frage, die miteinander zu verknüpfen und wieder zu verbinden, dass es irgendwann geht, aber das ist quasi auch so ein zukünftiges Handlungsfeld, zukünftige Arbeiten. Und so ein bisschen als Fazit, oder was versucht hatte ich rüberzubringen, dass es eben nicht immer möglich eben für alles zu standardisieren, dass man da, weil es ja manchmal immer so diese klar gibt, ja, wäre doch schön, wenn man einen Standard gibt, warum gibt es so viele? Ja, es gibt so viele, weil es so viele Anforderungen gibt, einfach so viele verschiedene Domänen, ganz so viele verschiedene Anwendungsfälle, dass da nicht ein Standard ausreichend ist, weil das einfach zu lange dauert und dann oder unpraktikabel ist und dann eher mal so erstmal so kleine Bereiche macht und dann eher versucht, die miteinander zu verknüpfen, da wo es notwendig ist. Und dass man natürlich immer auch abwägen muss, durch Standardisierung, was ja auch immer heißt, gewisse individuelle Charakteristika erstmal zur Beiseite zu schieben. Du magst zwar so sein, aber der Standard ist anders und bitte passe dich dem Standard an. Und dass es manchmal sinnvoll ist, aber häufig eben auch nicht. Und dann ist die Frage aber, kann ich übersetzen zwischen den verschiedenen Anforderungen? Also wenn die eine Domäne das so macht, die eine macht UBL und die andere nimmt UNC-Fakt, können die beide ihre Charakteristiken beibehalten und ich kann trotzdem halt irgendeine Brücke schaffen zwischen beiden. Und das ja mit diesem BII-Einsatz ja im Sinne verfolgt wird, dass ich sage, okay, ich versuche so die Gemeinsamkeiten zu identifizieren und dann spezifiziere ich das, um zumindest übersetzen zu können zwischen den verschiedenen Gruppen oder den Gemeinschaften. Und das ist genau immer so diese Abwägung, die man hier treffen muss, dieses Ausbalancieren zwischen diesen beiden Bereichen. Das ist auch mein so ganz persönliches Fazit aus diesen doch einigen Jahren, die ich da jetzt auch schon aktiv bin in diesem Feld. Eben Standard eben schön und gut, aber er muss ja irgendwie auch in der Praxis anwendbar sein. Und die Anforderungen sind dann eben ganz verschieden und ich hoffe, da ist auch ein Feingespür dafür. Ja, das soll mein Schlusswort sein. Danke für die Aufmerksamkeit. Wer meine Kontaktadresse, falls dann doch noch jemand Fragen hat, kann mich gerne nachher noch ansprechen. Ich habe ja auch Links zu den verschiedenen Webseiten da bereitgestellt, wer da gerne nachlesen möchte. Ja. Ansonsten vielen Dank für die Aufmerksamkeit.